Tag zusammen und ein freundliches Glück auf bei Potternanda. Ich bin unterwegs bei, ja, wirklich bei allerfeinstem Herbstwetter, also typischem Herbstwetter, in einem der schönsten und für mich vielfältigsten Regionen überhaupt, und zwar in unserem schönen Ruhrgebiet. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich mit Heimatwandern weiter und gehe einfach mal in die Nachbarschaft zum Baldener See, genauer gesagt nach Fischlaken. Und da stehe ich jetzt nun und begebe mich tatsächlich auf den Spuren des Baldeneysteigs und beginne oberhalb von Haus Scheppen, und das Ganze geht bis zum Stauwehr wieder zurück, ein kurzer Rundweg, ungefähr so, na, 8, Piependeckel Kilometer. Ich habe auf jeden Fall riesig Bock drauf, macht total Laune, schön frisch, bisschen Regen, ich habe alles dabei, ich habe Bock, kommt doch mit, ich nehme euch ein Stück mit und begleitet mich. Das Förderrad ist nie weit weg und der Bergbau wird irgendwie trotzdem immer bleiben. An dieser Stelle wird hier allen Bergleuten gedacht, die diese anstrengende und gefahrvolle Arbeit für uns geleistet haben und dafür mit Gesundheit und Leben oftmals dafür zahlen mussten. Eine schöne Gedenktafel mit Daten und Fakten von 1317, erste urkundliche Erwähnung der Kohle in Essen, über 1307 erste Erwähnung, ganz viel Bergbaugeschichte, Abteufung 1937 bis Rekultivierungs- und Ausbauarbeiten 1982 bis 85. Ich sag mal so, immer wieder schön, und danke dem Regionalverband Ruhr für diese schönen Daten und Fakten und dieser Gedenktafel und diesem wunderschönen Förderrad der Seilscheibe. Das macht wieder richtig Spaß hier. Man läuft hier anders als am Nordufer über Felder mit vielen Reiterhöfen. Hier haben wir noch den Mais stehen. Wieder eine ganz andere Gegend als doch das sehr steile Nordufer mit den Ruhrhöhen. Also mir gefällt das hier super gut, vor allen Dingen ist das jetzt auch absolut nicht heiß, ne? Ich glaube, im Sommer geht es kaputt hier, wenn er durch die Felder latscht. Aber was kann es Schöneres geben, ne? Ab und zu kommen ein paar Tröpfchen runter. Aber das macht uns ja knapp die Hälfte, ne? Guck mal hier, super. Ein Hektar Silomais bindet ca. 14.000 Tonnen CO2 und setzt ca. 9 Tonnen Sauerstoff frei. Aha. Hier ist was los. Guck mal. Hi. Guckt euch die mal an. Wie geil. Oh, da ist der. Mein Gott, ist aber ein prachtvoller Hahn.
Mein Gott, sind die schön. Wir haben noch die Äpfel vom Baum geholt, mit einer Leder. Ist das schön. So, pass auf, da geht gleich wieder die Post ab. Achtung. Da. Oh. Guck mal an, schön. Hier ist richtig was los. Auch viele Wanderer. Auf jeden Fall ruhiger als im Sommer. Ne? Trotzdem musst du raus, einmal durchlüften. Voll wichtig jetzt. Und da hinten Ausflugslokal. Was ist das? Schwarze Lehne, ne? Ja. Ah, wir haben es doch echt schön hier. Weiter geht's. Jetzt geht's wieder abwärts von den Feldern, von den Höhen aus Fischlaken runter auf Wasserniveau zum Baldeneysee. Das sind tatsächlich Wege, die ich wirklich noch nicht gegangen bin. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn ich sowas entdecke. Auch wenn es, oder gerade weil es direkt vor der Haustür liegt. Und auch wenn man mit dem Rad hier vorbeifährt, wie oft ist man seine Runden hier gefahren um Baldeneysee. Da kommst du gar nicht auf die Idee, mal so einen schmalen Pfad hier hochzulaufen. Jo. Und da sind wir auch schon gleich unten. Echt jetzt hier lang. Da wäre ich wirklich so dran vorbeigelaufen. Baldeneysteig. Immer wieder eine Überraschung. Echt jetzt? Das war doch nicht ernst gemeint jetzt, oder? Da so ein Hang runter. Glitschig, rutschig, mit Wurzeln. Das ist arschgefährlich. Jetzt mal ernsthaft. Geht da nicht lang. Einfach den Weg runter. Da muss dann doch nicht sein, irgendwie. Manometer. Da sieht man schon die Villa Hügel. Ach, prachtvoll.
Und da sind wir schon am Stauwehr. Ja, 5 Kilometer jetzt genau. Keine Strecke, ne? Ist aber, ja, ist halt ein Steig, ne? Muss man ab und zu mal ein bisschen kraxeln. Glitschig ist es, ne? Aufpassen. Von hier oben habe ich das Stauwehr auch echt noch nicht gesehen. Ich bin gerade über den Werdener Friedhof gegangen. Wahnsinns Herbstatmosphäre, leichter Nieselregen, fehlt echt nur noch Nebel. Ja, aber das macht den Kopf frei, ne? Das tut richtig gut. Ganz da hinten sieht man noch die Villa Rue. Heißiwald. Da führt der Baldener Steig auch noch lang. Da sind wir aber heute nicht. Schaffe ich jetzt auch nicht. Doch, doch, wird schon gehen. Aber da braucht man mehr Zeit. Heute ein kurzer Spaziergang, kleine Mini-Wanderung. Und da ist man mit 2 Stunden. Mal gucken, mit wie viel ich da rauskomme. Immer wieder anhalten, Kamera zurückholen. Macht man immer noch mal ein paar Meter, ne? Ja, weiter geht's. Zeit für ein Päuschen, ne? 5,7 Kilometer. Och, 1,75 Stunden, mein Gott. Eigentlich nix, ne? Trotzdem muss man ja auch immer überall anhalten und gucken und fotografieren. Ne? Also es ist wirklich, wirklich Genusswandern hier bei uns im Pott. Das macht richtig Bock. Das ist Heimatwandern, genau so stelle ich mir das vor. Jetzt kommt auch noch so ein kleines bisschen die Sonne raus. Nieselregen hat aufgehört und ich gönne mir jetzt erstmal richtig schön was Leckeres. Ist auch noch heiß. Mmh. Wisst ihr, was das ist? Brennnesseltee. Ja nu, was willst du machen, ne? Eben Naturbursche. Und voll Agavendicksaft drin. Das schmeckt ganz gut. Und man ist ja in der freien Natur. Ah ne, man darf ja nicht wild urinieren. Ach, die paar Kilometer kann man aushalten. Also, so schön. Mmh. Nicht den ganzen Proviant wieder mit nach Hause schleppen, ne? Gute Doppeldose beim Wandern ideal. Wie die Bergmänners habe ich mir Stullen geschmiert. Kann nichts Schöneres geben. Vor allen Dingen kann so einfach sein. Und kostet nicht viel. Und vor allen Dingen ist direkt um die Ecke. Also
macht man eigentlich viel zu selten, ne? Alles ist immer nur ein Flug oder zwei weit entfernt. Und drei Straßenzüge weiter kennst du schon deine eigene Nachbarschaft nicht mehr, ne? Und zum Abschluss gibt es für euch noch mal ein ganz spezielles Panorama. So, wer diese Allee nicht kennt, der hat hier definitiv wirklich was verpasst. Diese Bögen hier bis zur Wasseroberfläche, man läuft hier wie durch einen Tunnel. Das ist wie soll man sagen, an Herbststimmung echt nicht zu überbieten. Wahnsinn. So, fertig. Das war's schon wieder. Und doch irgendwie bummelig 3 Stunden geworden. Boah, 9 Kilometer, doch ein bisschen länger als eigentlich gedacht. Aber das sind dann immer die extra Wege, ne, die man so macht. Wenn man das hinterher mal schön haben will, ne? Am Fernseher. Ich hoffe, jetzt sind ein paar feine Aufnahmen dabei wieder. Also mir hat's Bombe gefallen. Das hat richtig Bock gemacht. Schönes Herbstwetter. Wirklich tolle Atmosphäre, super Stimmung. Viel Ruhe vor allen Dingen. Schöne Kühle. Unglaublich viele Farben. Ja, und der See, der ist ja bei jeder Jahreszeit schön, ne? Aber es war jetzt auch nicht so massig überlaufen. Also ich habe es echt sehr genossen, ne? Das ist einmal resetten, den Kopf freikriegen. Ja, man kann es sich ja auch schön gemütlich machen, ne? Und man lernt tatsächlich immer neue Wege zu gehen. Und das gefällt mir. Das hält einen so ein kleines bisschen über Wasser auch, ne? Na gut, ich sag mal so,
jetzt geht erstmal nach Hause, heiße Dusche und dann gucke ich mir das ganze Filmmaterial morgen mal an. Gut, ich sag mal so, wenn es euch gefallen hat, dann geht auch einfach raus. Wenn ihr einen schönen Weg habt, schreibt ihr mir. Ich freue mich jedenfalls. Bleibt gesund. Ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Und vor allen Dingen Glück auf. Euer Schrömi von Potternander.